viel Spaß mit der neuen Episode GTA Online zusammen mit Gurk. Ich würde mich hier mal kurz in Deckung begeben. Nee, hier, beschaffe die Ware. Hier, da, das sind Leute. Ach du Scheiße! Wow, fuck. Ich geh mal kurz in Deckung. Schieß! Ich muss erstmal die Waffe ausrüsten. Hab einen. Ich geh ins Flugzeug. Okay, ja. Wir müssen beide ein Flugzeug zum Hangar fliegen, oh Gott. Hä? Nee. Nein, du bist der Schütze, ich fliege. Geh raus. Lass mich doch mal fliegen. Nein! Ich will nicht, dass die Ware kaputt geht. Du traust mir nicht so viel, was? Nee, komm rein. Du bist der Schütze. Rein, der Typ. Na klar, F. Hallo. Jetzt bin ich drin. Einfach reingeglitscht oder was? Ja. Bist du jetzt wirklich der Schütze? Hier, das Flugzeug wollte ich mir kaufen. Das war das, was ich mir kaufen wollte. Jetzt kann ich das mal Probe fliegen. Oh mein Gott, wie sich das steuert. Hilfe. Ach du Scheiße. Oh oh. Ich habe irgendwas gedrückt gerade. Nee, das war's nicht du. Habe ich dir gerade geschossen? Nee. Wie, was kann ich denn jetzt machen als Co-Pilot? Gar nichts. Stopp. Wie hebe ich mit Crash. Dem Ding jetzt ab? Den Stick einfach nach unten. Und wechsel deine Waffe dann noch auf Raketen. Verarscht mich nicht, dieses blöde Ding hebt nicht ab! Kann ich mal über diese Absperrung da wegräumen? Kann ich nicht irgendwie hier. Oh shit! Nein, ich will nicht hier. Nein! Okay, klau dir wieder eins. Der hebt ab, oder was? Nein, die Dinger heben nicht mehr ab! Hä? Und jetzt geht's auch. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Also. Ich bin tot. Das ist jetzt unangenehm. Ja, ich hab ein Flugzeug von hier mir geholt und ist dann auf mich gefallen. Eieiei, ganz unangenehme Sache. Ja, einfach auf mich gefallen. Als ich so gesagt habe, ist es gerade gefallen. Wie lande ich eigentlich? Einfach landen, langsam werden und landen, Fahrwerk ausfahren. Fahrwerk hatte ich die ganze Zeit ausgefahren, weil ich nicht wusste, wie man es einfährt. Scheiße! Ah! Okay. Oh, hier ist ein Auto. Ja, steig in den Wagen, fahr die Fracht weg. Hier sind Leute, die uns umbringen wollen. Oh, shit! Soll ich deinen Wagen nehmen? Ich glaube, der ist schneller. Ja. Ah, ich habe, glaube ich, eine Fracht. Hast du noch eine Fracht bei? Ja, ich habe eine Fracht bei. Okay, dann habe ich die Fracht jetzt irgendwie aufgesammelt. Oder? Hilf! Die Fracht liegt da nicht mehr. Ach, die haben die gesprengt, was für Arschlöcher. Okay. Oh shit, die waren hier hinter mir, richtig. Ja, ich bin wieder in der Luft an. Ach so, wir machen das wie letztes Mal. Der eine Reifen ist auch schon kaputt bei mir, ist das Problem. Da kann ich nicht mehr so schnell fahren. Oh nein. Wie viele Kilometer sind's noch? 4. Okay, ich setze mich an den Jet ran. Okay, hier. Da ist ein anderer Spieler. Ich glaube, der schießt mich ab. Oh, ich fahre über die Berge, mal mache ich mal eine Flucht. Ja, ich habe ihn im Visier. Er schießt ihn. Ist er zu Fuß? Ja, der steht da. Ja, dann fahr einfach weg, Alter. Was hast du für Angst vor dem Kerl zu Fuß? Warum bist du gestorben? Keine Ahnung. Ich habe sein Auto. Hol alles klar, ich wollte gerade auf ihn schießen. Ich hole die Fracht. Ich bin im Flugzeug. Ja, und wie landest du? Auf dem Berg, auf der Bergkuppe. Das soll gehen. Obwohl, ich sehe die Fracht doch nicht. Vergiss das mit der Fracht. Hol die Fracht. Oh, shit! Alter, warum macht man sowas? Ich verstehe das nicht. Okay, ich muss die Fracht holen. Sehe ich sie? Weiß ich nicht, ob du die Fracht siehst. Ich kann versuchen, ein Auto zu holen. Ich habe mich umgebracht. Hier ist ein Helikopter. Hier steht ein Helikopter. Bring den um, sonst bringt er unsere Fracht um. Scheiß auf den Helikopter. Ja, ich weiß doch nicht, wo der Typ ist. Er hat kein Rotor mehr. Ich bin auf der anderen Seite vom Berg gespawnt, Junge. Ja, ich auch. Da oben ist der Spieler. Ja, geh, ich hol den Spieler. Nimm durch die Fracht. Ich versuch's mit der Sniper oder soll ich's lassen? Ich hab ihn. Jawohl. Wow. Ich fahr doch mal Luftfahrzeug an. Wenn wir in der Luft sind, dann. Welches Luftfahrzeug hast du denn? Na, dieses scheiß Kuba. Der ist da oben wieder. Der lässt uns. Warte, lass mich die Fracht nehmen. Bring ihn um. Nein, der hat mich. Der hat einen Sniper. Hab ihn. Ach, das. Ja, ist egal. Jetzt ist es das. Holy shit, hat das Flugzeug runtergeholt. Wow. Alter, der schießt die Jets runter. Warum macht er das?
Es will auch unsere Fracht ficken und dann sowas. Dose mit Red Bull hat das Spiel verlassen. Schade. Echt? Nein, mein Freund. Fast hätte es geklappt. Gut, an der Stelle hat die Aufnahme aus irgendeinem Grund abgebrochen. Ich weiß nicht warum, aber zum Glück, wir sind hier am Originalschauplatz und werden jetzt die Szene, die danach folgte, nachstellen. Diese Szene hier, das wird von Profis ausgeführt. Lebensgefahr, wenn Sie das selber nachmachen. Bitte machen Sie das nicht zu Hause nach. Überlassen Sie das den Profis. Also, was geschehen wird. Gurk übernimmt jetzt die Rolle des Verfolgers und ich übernehme die Rolle von Gurk und von mir. Weil wir nämlich Personal sparen müssen, können wir uns keinen dritten Schauspieler leisten. Und Gurk wird nun gleich das Feuer auf mich eröffnen, aber ich werde zurückschießen. Machen Sie das nicht zu Hause nach. Alles klar, leg los, Junge. Sehr schön, alles klar. So ungefähr ist es damals an diesem Park in Fort Thunderbolt passiert. Warte, ich setz mich nach vorne. Komm mal wieder runter. Falscher Hangar, ich steig mal aus. Hä? Oh shit. Hab ich dich getötet? Ich hab 4 Sterne nee. Übrigens. Weil du nicht in meinem Ding drin bist. In meinem Klump. So. Ja, ich müsste mal gut durchziehen gehen. Nee, ich bleib einfach hier. Ich eier übrigens die ganze Zeit rum. Warum? Alter, das steuert sich ja wie ein nasser Schwamm. Jetzt weiß ich mal, was der in Airplane damit gemeint hat. Also ja. Hier steht ein Jet. Ich könnte den einfach mitnehmen. Nein, ich hab grad mal... Wow, scheiße! Nein, nicht in die Laternen fliegen. Kann ich fliegen? Nee, ich will dich erstmal hier sicher rausbringen. Das krieg ich hin. Nee, jetzt steig ein. Du bist so ein Arsch. Steig ein, mein Freund. Ich hab kaum noch Leben. Steig schnell ein. Zieh hoch und Fahrwerk einfahren. Und nicht gegen die Laternen, Fahrwerk. Okay, wie zieh ich das Fahrwerk ein? Oh, ich hab's geschafft irgendwie. Okay, jetzt flieg hier einfach weg. Ich bin gerade im Schießen-Menü, da will ich nicht sein. Ja, du bist immer im Schießen-Menü. Ach so. Bevor du landest, springe ich raus. Was machst du? Lenken Richtung Los Santos. Was machst du? Ich wollte runtersehen, ich wollte den Spieler sehen. Ja, du bist irgendwie ganz schön weit an deinem Büro vorbei. Ja, nein, oh, scheiße! Ich hab's voll gewusst, ich hab's gewusst. Das ist scheiße Idee. Alter! Das Ding steuert sich irgendwie nicht gut. Ja, ich hätte vielleicht gemütliche Lenkung kaufen sollen. Das war auf einmal stand es auf dem Kopf und ich habe nichts gemacht. Ich kauf um. Das glaube ich besser. Also Junge, das hat sich fast so schlimm wie der Helikopter gesteuert. Ich telefoniere gerade. Okay, lass mal, sonst verlieren wir Geld. Stopp. Okay, wo ist mein Büro? Da hinten. Können wir dahin rennen oder ist das zu weit? Ja klar. Oh shit. Wie du einfach nur drin saßt. Steckst du ein? Ja, ich würde ja gerne, aber geht nicht. Wow! Dann verschwinde ich. Warte. Nein, ich komm noch! Hey, komm Bruder, lass mich rein. Sei nicht so. Komm Bruder. Komm Bruder, ist nicht so schlimm. War ich so gemeint. So. Okay. Wenn du sagst, das war nicht so gemeint, dann ist das okay. Wir haben keine Reifen mehr. Ja, dann ist es symmetrisch. Ja. So. Aber weißt du, Junge, für die Reifenaktion muss ich jetzt was tun. Scheiße! Ich wollte, dass ich rausspringe und du kriegst die Sterne! Das war doch ein Plan, oder? Ja. So, hier ist ein schnelleres Auto. Hallo. Ja. Wow! Junge, was machst du? Nicht, lass mich rein, Bruder. Abfahrt. Junge, was soll der Scheiß? Warte, überlebe, ich rufe Lester. Warte, hier ist ein besseres Auto.
So, bitteschön, Officer, kann ich Ihr Auto nehmen? Dankeschön. Nein! Ich habe eine neue Karre organisiert. Okay. Ach. Weißt du was, Junge? Was hast du gegen mein Auto? Ich finde das nicht ganz so gut. Verstehe ich nicht. Aber da hinten, das gefällt mir. Lass den Scheiß, jetzt glaubt die Polizei nicht doch. Jetzt jagt nein, die wollen! Sag ich's doch, was hast du jetzt davon? Hier ist ein Obey F9, den nehme ich mit. Okay. Nein, kann jetzt fahren die wegen der Polizei weg! Na dann den hier. So, den das ist kein Obey. Ja, aber trotzdem schnelles Auto. Los, fahr. Diesmal sind die Reifen ganz. Was ist denn bei dir los? Ich wollte ziehen. Nicht schießen. Ich hab's jetzt richtig spät gemerkt, dass ich am Schießen bin. Wow! Ah, läuft bei mir. Hoppla. Uiuiui. Ui. Da sind einfach Spieler. Ich hol die Waffe vor. Das waren nicht die Spieler. Trotzdem, die sind vor meinem Büro. Da gehe ich jetzt nur mit einer Waffe hin. Das wirkt ja sehr zutraulich. Ich komme aus dieser Seitengasse hier. Okay, ich komme aus der anderen Seitengasse. Das ist gut. Warte, die sind hinter uns. Hä? Sind die nicht mehr bei dem Büro? Nee, ich glaube, die sind reingegangen. Warum hast du mich gesprengt überhaupt? Ich weiß nicht. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Das war es dann noch erstmal mit dieser Episode von GTA Online. Wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Um weitere Videos nicht zu verpassen und den Kanal zu unterstützen, lohnt es sich zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.